Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind heute dran, das American Dead House zu bauen. Ich glaube, jeder kennt die Serie. Ich selber gucke sie ab und an auch, zwar nicht so doll wie die Simpsons, aber trotzdem hatte ich schon lange vor, das mal zu bauen. Endlich habe ich mir mal in den Hintern getreten und habe es mal angefangen. Ja, und hier steht das gute Stück. Ich habe ein paar Folgen geguckt, ich habe auch ein paar Bilder mir immer angeguckt. Es gibt da auch von einem Spiele-App-Haus, ich glaube, das ist ein Family Guy drin. Und ja, das habe ich mir dann da so ein bisschen auch noch angeguckt, da hatte ich eine gute Rückansicht, auch noch aus einigen Folgen konnte ich noch ein bisschen auf die Rückseite gucken. Bei den Fenstern, da muss man immer, sage ich mal, ein bisschen meckern, denn ich sag mal, in manchen Folgen waren hinten die Fenster ganz anders hingesetzt, als die ich jetzt hier hingebaut habe. Ich habe mich jetzt darauf einfach mal festgehalten, auf diese, sage ich mal, Formation der Fenster, wie die jetzt hier alle angeordnet sind, weil war immer ein bisschen unterschiedlich, aber egal, es ist halt eine Zeichentrickserie, man kennt es halt. Ja, jedenfalls, dieses Häuschen wollen wir bauen. Auch nur das Häuschen jetzt hinten der Garten mit dem Pool, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das so stimmt. Ich weiß halt, sie haben einen Pool, der ist ein bisschen ovalförmig, habe ich jetzt hier so ein bisschen hingebaut, aber das kann ja jeder selber entscheiden, wie er hinten den Garten machen möchte oder auch die Vorderansicht, sag ich mal, die Einfahrt und so, wie das Ganze halt sein soll. Ja, ich würde sagen, würde nicht lang rumgesnackt, wir fangen an. Das ist auch erstmal das derzeit letzte Haus, was wir hier in dieser Straßenreihe bauen. Da in der letzten Minecraft-Update-Version meine Welt ein bisschen zerstört wurde. Hier ist so ein bisschen die Welt abgesackt. Einfach so zack runter auf den Boden raufgeknallt. Und naja, muss ich mal eine neue Straßenreihe anfangen. Aber ist auch nicht so schlimm. So, ich würde sagen, dann geht's los. Und zwar erstmal, ihr wisst es immer, an unsere geliebte Kiste. Und da holen wir uns erstmal die Reihe raus, die ganz oben ist. Denn heute brauchen wir wieder viel Blockmaterial. So, ganz einfach geht's los mit glatter Sandstein. Du kannst auch jeden anderen Sandstein nehmen, den du gerne möchtest. Dann holen wir uns noch Birkenholzbretter raus. Denn türkise Keramik. So, da, schön in die Reihe. Dann holen wir uns noch Fichtenholztreppe. Dann nochmal einen Goldblock. Du kannst auch einen Eisenblock nehmen. Das wären die Türknäufe unserer Türen. Dann holen wir uns noch Steinstufen raus. Dann nochmal Bruchsteinmauer. Dann holen wir uns noch Schwarzeichentreppe. Davon nochmal die passende Stufe zu. Und mehr brauchen wir für den Start von dem American Dead House nicht. Das heißt, wenn du denn das ganze Blockmodell zusammen hast, geht's schon los. Und zwar ganz einfach mit den glatten Sandsteinen. Denn jetzt fangen wir an, uns das ganze Haus zu setzen. Ich würde sagen, wir richten uns so ein bisschen erstmal bei der Garage. Denn vielleicht möchtest du auch gerne den Abstand haben zur Straße. Ich empfehle dir jetzt einen Abstand von so etwa 8 Blöcken, würde ich dir raten. Die haben mal so 8 Blöcke von Bürgersteig weg. Dann kannst du da die Auffahrt hinsetzen. So, dann geht's los. Wir setzen erstmal den ersten Stein. Mach jetzt einfach mal hier erstmal einen hin. Und dann gehen wir einfach mal hinten weg. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 Blöcke erstmal gerade nach hinten wegziehen. Dann gehen wir einmal zur Seite weg und setzen da dann ganz einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke hin. Danach gehen wir wieder nach hinten weg. Da setzen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hier setzen wir dann 13 Blöcke hin. So, dann geht es wieder einmal zur Seite weg. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Blöcke setzen wir hinten gerade ran. Dann geht es einfach wieder nach vorne. Da brauchst du jetzt nicht ziehen. Da setzen wir einfach gerade bis nach vorne weg, wo wir denn hier vorne auch glatt anstoßen. Super. Dazwischen haben wir natürlich jetzt noch eine Lücke. Sollte eine Lücke sein von insgesamt 6 Blöcken. So, wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt das Ganze auch etwas höher setzen. Ich würde sagen, wir fangen vorne bei der Garage an. Ich markiere dir hier kurz was. Und zwar dieses Teil und diese Seite bis hier hinten müssen wir auf eine Höhe setzen von insgesamt 4 Blöcken. Also 3 Blöcke setzen wir noch rauf. Zack, und schon haben wir hier 4 Blöcke insgesamt draufgesetzt. Natürlich haben wir hier vorne noch die freie Fläche. Die müssen wir natürlich auch noch zuziehen. Die hat eine Höhe von insgesamt, setzen wir da jetzt nochmal rauf, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Dass wir insgesamt halt eine Höhe von 6 haben, die müssen wir natürlich jetzt hier auch noch zuziehen.
Wenn wir das denn hier auch haben, gehen wir nochmal hier auf die eine Rückseite. Hier haben wir natürlich jetzt nicht komplett gerade zugezogen, müssen wir aber leider machen. Von daher setzen wir hier noch zwei rauf. Ne, dass von der Seite das natürlich auch schön aussieht. So, wenn wir das Ganze haben, geht es weiter und zwar mit Birkenholz, Brettern, Blöcken, wie man es immer gerne nennen möchte. Da setzen wir jetzt auf unserer Mauer von 6 Blöcken nochmal eine Schicht drauf von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. So, und die können wir einmal komplett hier gerade lang ziehen. Können wir auch hier einmal rüberziehen. Und auf dieser Seite hier können wir das Ganze eigentlich verbinden. Das heißt, hier unten die zwei müsst ihr miteinander verbinden und könnt dann hier eigentlich auch dennoch, ja, das dann einfach so hochziehen, halt, dass wir hier, könnt ihr einfach zählen, dass wir hier 5 haben. Das heißt, hier müssten dann natürlich genau 7 sein. Na, jetzt haben wir hier 3, 4, 5, 6, 7. Ja, passt. Und dann können wir hier hinten dieses Rechteck einmal ausfüllen. Haben wir den hier alles zugezogen mit unserem Holz, geht es dann erstmal vorne auf unserer oder bei unserer Garage weiter. Denn da setzen wir ganz einfach, ganz vorne drauf, einfach hier eine weitere Schicht mit unserem Holz. Zack. Und können dann hier einfach schon mal so ein kleines Dach aufsetzen. Das heißt jetzt einfach, oder die Seite des Daches, dass wir an der Seite jeweils 2 Blöcke freilassen, dann setzen wir hier oben einfach 4 Blöcke hin. Und das war dann auch schon alles. So, weiter geht's dann, würde ich sagen, bevor wir noch zum anderen Blockmaterial kommen, erstmal auf der Rückseite. Denn dir ist aufgefallen, da habe ich natürlich was noch markiert, hier an der Seite oder bei unserem Vorbau siehst du ja genau, wie das aussieht. Müssen wir natürlich auch noch uns vormarkieren. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach hier auf der Seite an, wo wir, sag ich mal, diese einzelnen zwei Sandsteinblöcke noch hier oben drüber haben. Hier unten geht es dann weiter einfach. Gerade nach hinten wegziehen, setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Blöcke ran. Das Ganze setzen wir dann hier wieder zur Seite einmal weg. Nochmal 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Dann gehen wir 2 wieder zum Haus hin. Und dann zur Seite wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke. Und dann können wir das hier wieder einmal mit dem Haus verbinden. So, das Ganze können wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke setzen. Das heißt, wir setzen noch eine, zwei und eine dritte Reihe rauf. Ganz hier vorne machen wir das nicht auf genau 4, sondern einfach nur auf 3 Blöcke. Und dann passt uns das Ganze hier schon. Wunderbar. So, als nächstes nehmen wir uns denn mal die Birkenholzbretter zur Hand. Die platzieren wir, würde ich mal sagen, einfach mal hier auf der einen Seite rauf und können das Ganze gerade einmal bis zur anderen Seite setzen. Dann beachten wir wieder, dass wir einfach an den Seiten jeweils 2 Blöcke Platz lassen. Dann setzen wir oben drauf wieder eine Reihe. Und hier sollten wir auch nochmal 2 haben. Wunderbar. Und dann haben wir hier 5 insgesamt. Und so können wir das Ganze einfach lassen. So, beim nächsten Schritt würde ich mal sagen, bevor wir uns ranmachen an die Türen, machen wir erstmal die Garage ein bisschen weiter. Und zwar müssen wir da natürlich das Garagentor schon mal reinsetzen. Relativ einfach gehalten. Wir fangen an den Seiten an, setzen erstmal die Treppen, sag ich mal, ganz normal hin. Bis ganz oben können wir das Ganze so normal hinsetzen. Genau, auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Zack, also dreimal erstmal normal hinsetzen. Ganz oben lassen wir es einfach mal noch frei. Die Mitte suchen wir dann einfach mal. Da setzen wir dann auch die Treppen so hin, dass sie sich jeweils immer mit der Rückseite angucken. Das Ganze auch nochmal dreimal. Zack, bis oben hin. Wunderbar. Die Lücken füllen wir jetzt natürlich einmal aus mit den Stufen. Machen wir auf der Seite und natürlich hier auf dieser Seite. Und ganz oben machen wir einfach umgedrehte Treppen hin und die setzen wir dann einfach so ein bisschen hin. Die können sich dann aber auch immer hier so auch etwas angucken. So, zack. Wunderbar. Okay, wenn wir das Ganze geschafft haben, nehmen wir uns einfach mal die Fichtenholztreppe. Also die sollten sich schon unterscheiden, die Treppenarten oder die Blockarten. Und dann setzen wir dahinter einfach gerade die jetzt einfach mal daran, so dass wir die Rückseite jeweils haben davon. So, dass unsere Löcher natürlich gestopft sind. So, dann haben wir das Garagentor auch schon fertig. So, der nächste Schritt wäre dann natürlich jetzt die ganzen Türen reinzusetzen. Da würde ich mal sagen, fangen wir aber erstmal noch an vorne mit der Terrasse. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal unsere Steinschuben zur Hand und fliegen hier vorne auf diese Vorderseite. Da setzen wir jetzt ganz einfach mal 3 weitere Reihen an. Und die setzen wir einfach rüber. So, wenn wir das Ganze denn da einmal vorne hingesetzt haben, können wir nochmal unsere Bruchsteinmauer setzen. Da müssen wir natürlich noch ein paar Befestigungen hinsetzen. Die erste wäre natürlich hier vorne an der Seite. Du kannst dann natürlich auch noch Steinstufen in den Boden setzen, damit das Ganze mal besser aussieht. Und dann kannst du das Ganze auf eine Höhe von insgesamt, würde ich mal sagen, 3, 4, 5, machen wir mal 6, genau. Einfach mal 6 Blöcke hoch, obwohl nie, 5 reicht mir eigentlich, genau. Machen wir das Ganze auf 5. Das zweite wäre dann, sag ich mal hier,
Und hier ist natürlich immer gut gesagt, hier und hier. Gucken wir einfach mal hier, sag ich mal, von der Garage aus. Gucken wir mal, dass wir hier 4 Blöcke haben. Dann machen wir eine Markierung, 2 Blöcke so an sich Platz lassen und dann wieder eine Markierung setzen. Das Ganze können wir dann hier natürlich auch auf eine Höhe von 5 insgesamt setzen, wenn man hier natürlich auch immer trifft. So, den zweiten natürlich auch nochmal nachziehen. Super. So, wenn wir dann das Ganze haben, geht es dann los mit den Türen, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, geht es los mit den Türen. Und dann nehmen wir erstmal die türkise Keramik zur Hand. Und wir hatten ja, sag ich mal, gerade die Säulen gesetzt. Und bei den Säulen können wir da so einfach hintergehen und schlagen einfach mal 4 Blöcke weg. Die halten sich genau in den Rahmen, wo unsere Säulen sind. Das Ganze können wir dann auch auf eine, na, sag ich mal, nicht auf eine richtige Höhe, obwohl wir machen das Ganze auf eine Höhe von insgesamt 5, ne, dass wir ganz oben halt noch einmal eine Sandsteinschicht haben. So, an den Seiten kannst du komplett einmal unsere Keramik hinsetzen. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Wenn du das denn hast, geht's los mit den Fichtenholztreppen. Du kannst auch gerne Blöcke nehmen. Unten setzen wir erstmal so eine Schicht hin, dass man es vorne nicht sieht. Dann mache ich jetzt hier einfach mal ein bisschen so mogeln. Zack. Mit so einem kleinen Türknauf hin. Da kannst du natürlich auch Eisenblöcke nehmen oder andere Sachen, halt so wie du es gerne möchtest. So, dann setze ich hier wieder so quasi eine Blockschicht hin. Ja, und dann setzen wir hier ganz oben noch ein Fenster rein. So, und das ist natürlich unser Vordereingang. Hier können wir dann oben nochmal die Keramik raufsetzen und fertig ist das Ganze. So, das wäre schon mal das erste, die erste Tür, sage ich mal. Die zweite Tür wäre bei unserer Garage. Da ist noch super, dass wir noch kein Dach drauf haben. Da können wir schon ein bisschen besser gucken. Und zwar, sag ich mal, bevor jetzt hier das richtige Haus anfängt, können wir hier einfach mal die letzten zwei Schichten weghauen. Auf insgesamt eine Dreierhöhe haben wir darüber dann natürlich noch so einen Bogen. Und hier setzen wir auch, also du kannst natürlich auch immer Blöcke nehmen. Ich habe jetzt einfach nur die Treppen zur Hand, von daher mache ich das. Setze ich unten einfach mal Blöcke oder Treppen hin. Obwohl, ja, kann man eigentlich jetzt ja auch die Reihe noch machen. Und dann ganz oben macht man dann wieder ein Fenster oder, ja doch, man sollte schon Fenster machen. So, dann machen wir hier noch einen Türknauf hin, würde ich mal sagen. Muss man ein bisschen tricksen hier mit den Treppen. So, na, passt doch. So, Türknauf hin. Und dann haben wir die Tür natürlich auch erstmal fertig. So, kommen wir denn erstmal noch auf die Rückseite, denn da haben wir noch unsere letzte Tür, und zwar die dritte Tür. Und zwar ist die dann einfach hier, hatten wir eine 5er Reihe und einfach hier gleich an der Seite, dass nur eine Reihe halt da. Und dann machen wir hier 2 weg, auf eine 3er Höhe. Und dann können wir hier die gleiche Tür machen wie bei der Garage. Zack, zack, zack. Na, alles erstmal zumachen mit Blöcken oder Treppen, ne, wie man gerne, wenn man sich das machen möchte. Und dann kannst du entweder auch sagen, ich mache jetzt hier oben noch ein Fenster rein oder nicht. Ich mache jetzt hier einfach mal kein Fenster rein, um einfach mal diesen Kontrast dir zu zeigen, wie das aussieht. Warte mal, jetzt muss ich hier wieder tricksen hier mit den Treppen. So, ja, funktioniert doch. Genau. So, dann haben wir hier wieder einen Türknauf und dann ist das die Tür von hinten mal ohne Fenster, ne? Oder was ist halt überall mit Fenster, wie du halt gerne möchtest, ne? Nur das kleine oben da. So, Gudi, dann sind wir damit auch wieder durch und haben eigentlich, das Block mal ja schon fast fertig. Wir gehen nochmal zu unseren Birkenholzblöcken. Und zwar müssen wir jetzt hier oben natürlich noch die Seiten machen für unser Dach am Ende. Dabei nehmen wir uns jetzt einfach mal unser Birkenholzbretterblöcke, wie man es immer gerne nennen möchte, zur Hand. Und dann fangen wir einfach mal an den Seiten unseres Gebäudes an. Lassen an den Seiten jeweils 2 Blöcke Platz. Ziehen das einmal rüber zur anderen Seite. Auch hier 2 freilassen. Dann lassen wir an den Seiten jeweils 1 frei. Setzen das hier wieder rauf. Zack. An den Seiten jetzt jeweils 2 freilassen. Und dann oben jeweils an den Seiten wieder 1 freilassen und dann setzen wir so einen 2er hin. So, das ist an sich, sag ich mal, unsere Schräge für das Dach. So, und auf der anderen Seite müssen wir das nochmal machen, damit wir das natürlich auch richtig haben. Gucken wir nochmal. Also wir fangen an den Seiten jeweils 2 Blöcke freilassen. Setzen wir jetzt auch einmal rüber hier. Zack, hier auch 2 freilassen. Dann an den Seiten jeweils 1 freilassen. So, dann lassen wir nochmal an den Seiten jeweils 2 Blöcke frei. Einmal rüberziehen. Und dann einfach an den Seiten jeweils 1 freilassen und unten 2 oben rauf. Super. So, dann haben wir das natürlich auch wieder geschafft. Und dann sind wir mit den ganzen Blocken erstmal fertig und können uns Neues holen. Das heißt, das machen wir weg und gehen wieder an die Kiste ran. Und gucken mal, was jetzt auf uns lauert. Und zwar, wir sehen schon, die ganzen Fenster kommen jetzt rein. Zack. Und was brauchen wir für die Fenster? Ich platziere das jetzt einfach mal, so wie man sagen, auf dem Rasen, sonst sieht man das nicht so richtig. Und zwar holen wir uns einfach mal steinzige Treppen. Davon nochmal die Stufen raus, dann holen wir uns auch noch unser Glas raus. Ich empfehle dir heute einfach mal türkises Glas, kannst aber auch blaues Glas nehmen. Halt immer, was dir besser gefällt.
Dann holen wir uns auch ein bisschen Zement raus, und zwar am besten den türkisen Zement. Dennoch die Eisenfalltüren. Da kannst du auch jede andere Falltür nehmen, die dir halt gefällt. Dann holen wir uns noch Hebel raus und den Endstab. So, wenn wir das Ganze haben, geht's los. Und zwar würde ich sagen, mit den Hebel und Endstäben zuerst. Und zwar platzieren wir ganz einfach an unserer Garage noch ein paar Lampen. Und zwar müssen wir die Endstäbe erstmal auf den Block setzen, damit die natürlich so gerade da hängen. Und dann können wir darunter einfach die Hebel setzen und fertig sind unsere Lampen an der Garage. Der nächste Schritt sind dann natürlich unsere ganzen Fenster. Und bevor ich mich jetzt hier vertue, markiere ich mir das Ganze und schwuppdiwupp. So müsste es eigentlich auch bei dir klappen, ne? Kaum sagt man, soll die Fenster markieren, zack, sind sie markiert. Jetzt fangen wir erstmal an, die ganzen Fenster uns frei zu hauen. Und dann setzen wir natürlich das ganze Material da auch ordentlich rein. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal auf der Vorderseite an bei unserer Tür. Da gehen wir einfach mal nach links, lassen erstmal eine Reihe frei und dann schlagen wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke weg und haben dann natürlich noch eine Reihe frei. Das Ganze machen wir, du siehst es, auf eine Höhe von insgesamt 3. Wenn wir das hier haben, geht es dann gleich hier zur Seite weg. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Ich glaube, wir orientieren uns ein bisschen oben am Haus und fliegen hier einfach mal auf die Rückseite hin. Hier, wo es natürlich dann so abgeschnitten ist und wo dann dieser Zusatz kommt, lassen wir einfach die Reihe frei und gehen dann einfach gleich zur Seite weg. Da schlagen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke frei. Auch hier wieder alles auf eine Höhe von insgesamt 3. Wunderbar. So, jetzt gehen wir einfach mal hier auf der Seite weiter. Hier auf der Ecke oder hier am Ende machen wir einfach, sag ich mal, nach der Reihe hier einfach zur Seite ein weg und noch ein weg. Das heißt hier so eine Zweierhöhe. So, dann gehen wir hier einfach gemütlich weiter und haben hier natürlich eine Seite mit 4 Blöcken. Hier schlagen wir einfach von der Wand aus 3 Blöcke weg und das Ganze hoch, wo dann natürlich das Holz beginnt, das heißt hier auf deine Dreierhöhe. Und dann lassen wir hier auch das Ganze erstmal so frei. So, weiter geht's denn hier auf dieser Seite, gehen wir einfach hier zum Anfang oder Ende halt von diesem Haus. Und da, einfach von der Seite weg, schlagen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke auch hier wieder raus. Das Ganze auch wieder auf eine Dreierhöhe insgesamt. Zack, wunderbar. So, dann kommen wir hier natürlich zu unserer letzten Seite. Fangen wir am besten hier vorne bei unserer Tür an, die wir uns gesetzt haben. 2 Blöcke wieder so ein bisschen nach hinten weg. Schlagen wir dann 1, 2, 3, 4 Blöcke nun weg. Auch hier wieder alles auf eine Dreierhöhe. Zack, super. So, dann sind wir mit der unteren Schicht an sich fertig und fangen jetzt mit der oberen Schicht an. Da fangen wir auch wieder am besten bei unserer Vorderseite an. Geht dann hier einfach los. Wir haben unten immer eine Reihe Holz. Also jetzt zum Beispiel jetzt hier sehen wir es am besten, ne? So, das heißt einfach von der Seite weg. Lassen wir einfach 2 Blöcke Platz und schlagen dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg. Das Ganze auch hier immer auf eine Dreierhöhe. Die Dreierhöhe werden wir immer wieder machen, von daher sage ich das jetzt einfach mal nicht, sondern einfach nur immer den Abstand. Und die ganzen Fenster sind auch immer auf die gleiche Höhe. Und daher lassen wir einfach wieder 2 Blöcke Platz und schlagen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke weg. Ne? Dreierhöhe, zack. Wunderbar. Nächste Schicht. Das heißt, dann hier wieder 2 Blöcke Platz lassen und dann hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weghauen. Zack. So, dann geht es hier einmal zur Seite weg. Da lassen wir einfach 2 Blöcke an sich hier bei der Ecke wieder so Platz, ne? Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weghauen. Machen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen höher. So, dann geht es einfach weiter hier zur Seite. Zack, 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 zack. Und auf der Rückseite lassen wir eigentlich auch wieder erstmal 2 Blöcke Platz und dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke wieder weghauen. Bisschen größer machen das Fenster. So, dann wieder 2 Blöcke an sich Platz lassen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke nun hier einfach mal rausschlagen. Zack, auch wieder hier alles etwas höher machen. So, danach dann wieder 2 Blöcke Platz lassen und dann 1, 2, 3, 4 und 5 Blöcke hier wieder weghauen. So, alles hier auch hier wieder größer machen und dann haben wir noch 2 Blöcke an der Seite. Okay, kommen wir wieder hier zur letzten Seite. Da lassen wir einfach an der Seite 3 Blöcke Platz und dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weghauen. Das Ganze auch hier wieder ein bisschen mehr größer hauen. So, und dann sind wir damit auch durch. Dir fällt auf, wir haben hier oben noch eine Markierung und da gehen wir einfach mal ganz von oben. Haben wir, sag ich mal, 2 Blöcke. Von den 2 Blöcken gehen wir 1, 2, 3 Blöcke nach runter. Zack, und natürlich hier auch eine Zweierbreite. So, andere Seite genau das gleiche Spiel und dann sind wir damit auch durch. Super. So, dann haben wir uns die ganzen Fenster jetzt natürlich freigehauen. Die müssen wir natürlich jetzt noch besetzen und dabei verwenden wir erstmal nur steinzige Treppen und Stufen. Wir fangen an, am besten hier vorne auf der Seite. Die Fenster wiederholen sich an sich vom Aufbau und ich verwende diese Fenster immer sehr gerne zum Bauen.
Natürlich ist das Einrichten dann etwas schwer, weil man das ganze Glas dann natürlich nochmal einmal nach reinbauen müsste und dann muss man mit Tapeten arbeiten und so. Aber ich mag es eigentlich relativ, sowas immer zu bauen zur Dekoration. So, und das heißt dann einfach, hier vorne geht's los. Wir fangen erstmal an, vielleicht erinnert es sich noch wie beim Garagentor. Wir machen zweimal unten jetzt normale Treppen und oben eine umgedrehte. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. So, und dann können wir jetzt entscheiden, wie wollen wir das Fenster machen. Du kannst jetzt hier viele Designs verwenden, kannst natürlich auch mit Stufen arbeiten. Mache ich jetzt bei diesem Fenster zum Beispiel nicht. Hier mache ich jetzt nochmal das gleiche Muster. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Zack, und in der Mitte mache ich dann einfach mal so, dass sich die Blöcke angucken. Also eigentlich, du siehst schon genauso wie bei unserer Garage. Zack und zack. Super. So, dann haben wir dieses Fenster schon fertig und gehen weiter. Ich würde mal sagen, wo fangen wir an? Gehen wir los. Warte mal, das lasse ich noch frei. Wir machen erstmal die Fenster, wo wir nur unsere Treppen an sich verwenden. Das wäre zum Beispiel hier. Machen wir einfach mal eine Stufe unten und oben hin und dann wäre das hier schon fertig, das kleine Fenster. Gehen weiter jetzt an dieses Fenster. Da zum Beispiel arbeite ich jetzt mit Stufen. Das heißt jetzt, wir machen in der Mitte zweimal normale Treppe hin und oben eine umgedrehte und an den Seiten platzieren wir dann ganz einfach unsere Stufen. Zack und zack und fertig. So, gehen wir weiter. Das lassen wir noch in Ruhe und machen einfach mal das hier. Hier auch wieder mache ich eigentlich nur mit Treppen. Das heißt, hier unten ganz normale Stufen hinsetzen. Oben Treppen, Entschuldigung, wenn ich mich ab und an dabei vertue. So, dann einfach ganz normale Treppen unten hin. Die umgedrehte ist ja klar, denn oben in der Mitte. Was machen wir da? Ich würde sagen, gleiches Spiel nochmal. Jetzt kann man sich natürlich wieder entscheiden, wie macht man das. Ich mache das Ganze jetzt auch nochmal so. Dann habe ich in der Mitte natürlich ein großes Fenster und habe natürlich so drei, ne? Würdest du das dir sich angucken, würdest ja an sich ja nur zwei Fenster kriegen. Von daher mache ich das einfach mal so. Hier mache ich sogar noch was extra ran. Und zwar habe ich das auch gesehen, beim Gebäude ist noch so ein kleines Fensterbrett davor. Und das mache ich einfach mal mit den, ja, steinzigen Stufen hin. So, dann gucken wir mal, haben wir an sich alle Fenster durch? Nein, noch nicht. Und zwar ganz oben diese zwei kleinen Fenster baut man auch nur mit den Treppen. Von daher machen wir das einfach mal hier. Und zwar sind die relativ einfach. Wir machen unten jeweils immer so zwei normale Treppen, die sich mal angucken. Und oben halt wieder die umgedrehten Treppen. Du kannst natürlich das auch ganz anders bauen. Andersrum, ne, dass du unten, sag ich mal, das größte Fenster hast und oben dann das kleine. Ne, wie du halt gerne möchtest. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Zack, ich mache hier einfach mal unten die zweimal normalen Treppen hin. Und oben dann die umgedrehten. Wunderbar. So, dann sind wir damit auch erstmal durch und kommen wir jetzt zu den Fenstern, wo wir noch einen extra Block brauchen. Und zwar ganz einfach den türkisen Zement. So, jetzt habe ich ausgesprochen. Und zwar, den setzen wir jetzt erstmal bei allen Fenstern, die jetzt noch frei sind, an den Seiten hin. Das heißt einfach mal hier auf die Seite und hier auf die Seite. Und das müssen wir überall einmal machen. Okay, so, dann habe ich, glaube ich, alle Fenster damit ausgestattet. Ja, habe ich, okay. So, dann geht es weiter und zwar ganz einfach mit den Ziegeltreppen und Stufen. Wir fangen erstmal wie immer auf der Vorderseite an. Und zwar bei den Fenstern, wo wir dann sicher jetzt hier nur noch eine Dreier Baubreite haben, sage ich jetzt mal dazu, setzen wir in der Mitte zwei normale Treppen hin und oben eine umgedrehte. Vielleicht kommt dir das Fenster jetzt so ein bisschen bekannt vor, das hatten wir jetzt ja schon auf der Rückseite einmal jetzt schon hingebaut. Zack, und verbinde das Ganze wieder noch mit den Stufen. Und das ist dann das erste Fenster. Auf der anderen Seite hier, also die Mitte lassen wir erstmal offen, bauen wir genau das gleiche Fenster hin. So, zack, zack, relativ halt einfach gehalten. Wunderbar. So, dann haben wir schon mal die Seiten fertig und kommen zur Mitte. Die Mitte, da verwenden wir, würde ich mal sagen, ganz einfach nur Treppen. Ja, und mache ich jetzt einfach mal nur Treppen. Und dann setzen wir ja auch eigentlich wie immer gleiches Muster. Ganz normale Treppen unten hin und oben dann natürlich die umgedrehten Treppen. Fenster sollte dir auch schon so ein bisschen bekannt vorkommen, ne? Das hatten wir ja schon einmal hier hingesetzt. So, und hier oben machen wir eigentlich immer das im gleichen Ablauf. Das heißt, bei einer Blockbreite von 3 machen wir einmal dieses Fenster und bei einer Blockbreite von insgesamt 4 machen wir dieses Fenster.
Wunderbar. Okay, dann haben wir alle Fenster an sich jetzt verarbeitet und sind noch nicht richtig fertig, aber man erkennt sie schon wenigstens. Der nächste Schritt ist zum einen, dass wir jetzt erstmal unsere ganzen Eisenfalltüren nehmen und die jetzt einfach nur da platzieren, wo wir auch diesen Zement haben. Denn das sind natürlich unsere Fensterläden. Die setzen wir dann natürlich mit den Eisenfalltüren. Du kannst jetzt auch andere Falltüren nehmen und ersparst dir etwas Arbeit. Denn Eisenfalltüren lassen sich ja nicht einfach so per Hand hochklappen. Man braucht dafür immer noch einen Hebel. Das heißt, du musst dann einfach mal bei der Betonschicht natürlich noch Hebel hinsetzen. Falls du das Haus natürlich einrichten solltest, ist das natürlich, um das Ganze zu verstecken, natürlich etwas schwieriger. Dann empfehle ich dir doch, nimm lieber irgendwelche Holztreppen. Aber dann macht der Beton sich wieder unnütz, weil wozu haben wir ihn denn? Obwohl, nee, doch, man sieht ihn ja auch durch andere Falltüren. Stimmt ja. Naja, dann musst du mal gucken, was dir da gefällt. Ich fand einfach nur die Eisenfalltüren am besten. Na gut, aber ich würde sagen, platzieren wir die Eisenfalltüren und machen sie dann mit Hebeln hoch. Aber das Ganze dauert immer und ich glaube, das muss ich nicht unbedingt einen Zeitraffer machen. Von daher mache ich hier einfach einen kurzen Schnitt rein. Ihr wisst es ja. Ta-ta-ta-ta, fertig ist das Ganze bei mir. So, die Fensterläden sind befestigt, auch alle zugeklappt. Und ich war schon so frech, um ein bisschen Zeit zu ersparen, habe ich schon bei mir das Glas schon hinten rangesetzt. Ist jetzt keine so große Sache. Einfach da, wo unsere Treppen und Stufen sind, setzt du einfach die Glasblöcke ran. Natürlich darfst du unsere Tür nicht vergessen, wo du natürlich dann oben vielleicht auch ein Fenster haben solltest. Und setzt da einfach auf die Glasblöcke ran. Na, mir fällt gerade auf, wenn du wirklich irgendwie... Was machst du denn doch lieber Blöcke? Ich glaube, manchmal hier dieses Loch, das sieht nicht so gut aus. Nimm mal lieber Blöcke denn, als ich jetzt hier nur mit Treppen gearbeitet habe. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt mir jetzt noch einen Block rausholen. Na egal. So, okay, dann haben wir das auch wieder durch und können das ganze Blockmaterial wegtun. Zack, weg ist es. Ha, wie das immer geht. So, dann kommen wir jetzt wieder an unsere Kiste dran und holen uns das letzte Blockmaterial raus. Zack, zack, da haben wir es. So. Denn jetzt geht's los mit dem Dach und den Schornstein und dann sind wir mit dem Haus an sich fertig von unserem American Dad. Also das Wichtigste kommt jetzt. Und beim Dach habe ich lange überlegt, wie das Ganze so ist, denn genau diese Originalfarbe haben wir leider nicht im Blockmaterial drin. Aber dafür finde ich so ein bisschen das Prismarinziegel ja doch relativ gut rankommt an das Original. Von daher nehmen wir das heute. So, aber was brauchen wir alles? So, nehmen wir erstmal den Ziegelblock raus. Davon nochmal die Stufe. Dann holen wir uns nochmal eine Steinstufe raus. Die hatten wir schon, ne? Kannst du normal holen. Dann holen wir uns noch die ganz normale Keramik zur Hand. Denn die Prismarinziege, die ich gerade meinte. Dann holen wir uns nochmal die dunklen Prismarinstufen. Und nochmal die Prismarinstufe. Also ein bisschen Prismarin für's heute hier geben, das wir verbauen werden. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial auch hier wieder zusammen haben, geht's los. Und zwar würde ich sagen, das ist natürlich die Wahl der Qual. Wo fangen wir an? Wollen wir erstmal... die Terrasse bauen? Wollen wir die Terrasse bauen? Ja, ne? Komm, fangen wir an mit der Terrasse. Da nehmen wir erstmal unsere dunklen Prismarinstufen, die wir auch wirklich jetzt nur für die Terrasse brauchen. Die setzen wir einfach, sagen wir, hier oben haben wir jetzt noch zwei Blöcke von unseren Sandsteinblöcken. Setzen wir an den zweiten unten einfach mal unsere Prismarins-Ziegelstufen da einfach mal ran. Zack, zack, zack. So, müssen wir ein bisschen langziehen hier. Ich setze mir das hier wieder super. Ach, so, okay. Ja, wenn wir dann die erste Schicht haben, setzen wir davor nochmal eine weitere Schicht einfach mal vorne ran. Und jetzt fällt mir auf, jetzt habe ich die Mauer ein bisschen zu hoch. Das heißt, die schlagen wir nochmal hier weg. Zack, so dass es hier alles auf einer gleichen Höhe ist. So, wenn wir das Ganze haben, nehmen wir unsere Prismarin, Ziegel, Treppe. Ich sage einfach mal Treppe dazu. Setzen wir vorne einfach mal rauf hier auf unseren Mauern und einfach hier bis ran, wo unsere Garage ist. Darüber setzen wir dann eine Stufenschicht wieder hin. Zack. Und dahinter setzen wir jetzt keine Treppenschicht, sondern eine Blockschicht oder Stufenschicht kannst du auch ruhig hinsetzen. Man sieht ja an sich dann später nicht, ob das jetzt Stufe oder ein Block ist. So, wenn wir das Ganze haben, fliegen wir auf der einen Seite hin. Hier müssen wir das Ganze natürlich einmal zumachen. Dann nehmen wir jetzt ganz einfach Blöcke zur Hand. Man könnte auch, wenn man das Ganze verfeinern möchte, auch Treppen nehmen, die umgedreht sind. Also wie man immer gerne das sich machen möchte. So, wenn wir das Ganze dann hier haben, ist die Terrasse fertig und dann kommen wir schon zur Garage. Bei der Garage fangen wir jetzt an, jetzt nicht einfach hier schon alles zuzuziehen, sondern hier vorne geht es erstmal los. Wir setzen an den Seiten eine Treppe hin. Denn warte mal, ich muss mir mal kurz mein Inventar hier sortieren. So, kann ich besser abrufen. So, wir setzen an der Seite einfach mal eine Treppe hin. Denn Stufe, Treppe, Stufe, Treppe, Treppe, Stufe, Treppe, Stufe, Treppe. Ne, ihr kennt das. So, und das ist an sich jetzt die Form unseres Daches. Das kannst du auch gleich einmal bis nach hinten wegziehen. Das heißt, wir können das hier schon ein bisschen miteinander verbinden. Zack, passt perfekt. Hier die Stufe natürlich dann auch. Einmal nochmal nach hinten hier wegziehen. Zack, so, passt wie geschmiert. Und dann können wir das Ganze einmal ranziehen bis ans Haus.
So, dann ist schon mal das Dach drauf von unserer Garage. Das Ganze ist aber noch nicht richtig fertig. Wir müssen das natürlich noch einmal vorne überstehen lassen. Machen wir natürlich hier einmal kurz erstmal die Treppen hinsetzen. Denn wenn man immer zu die Blöcke hin und her zwitscht, dann dauert das immer ein bisschen. Von daher setzt man immer am besten so viel wie es geht vom gleichen Blockmaterial und dann nimmt man dann natürlich das andere zu Hand. So, dann haben wir das Ganze einmal vorgezogen. Gefällt mir noch nicht. Wir müssen das Ganze etwas schräger machen. Und ihr wisst ja, in Minecraft etwas schräg zu machen, ist nicht immer so ganz einfach. Aber mit diesem Trick klappt das meistens. Und zwar unter den Stufen setzen wir einfach noch eine Stufe und gucken dir das an, wie schräg das auf einmal wird. Zack, und auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Wunderbar, und fertig ist dann natürlich unser Garagendach. So, weiter geht's, denn ich würde mal sagen, machen wir schon ganz oben uns dran oder machen wir uns erstmal auf die Rückseite ran. Ich glaube, Rückseite ist besser. Das ist auch ein bisschen schneller. Und das heißt jetzt hier, machen wir ganz einfach, muss ich mal kurz gucken, wie habe ich es da gemacht, das so. Und zwar hier einfach draufsetzen wir an sich eine Treppenschicht, hier unten dann einfach eine Stufenschicht. Und ganz oben machen wir jetzt statt einer Treppenschicht eine Stufenschicht hin. So, ich glaube, man könnte das auch überstehen lassen, mache ich jetzt hier einfach mal nicht. Und lasse es einfach mal gerade dran. So, weiter geht's dann, sage ich mal, mit diesem Abschnitt. Hier müssen wir erstmal, bevor wir einfach so willkürlich nach hinten ziehen, erstmal uns wieder das Muster vorlegen. An den Seiten wie immer erstmal eine Treppe hin. Auf diesen Zweier immer hier vorne eine Stufe und dahinter eine Treppe. Hier oben drauf machen wir zwei Stufen, würde ich mal sagen. Ja, mache ich mal einfach zwei Stufen hin. Denn Treppe, Stufe, Treppe, ihr wisst es. Und ganz oben machen wir einen Block hin. So, jetzt kannst du das Muster so lassen und es einfach mal bis zur Wand ziehen oder denkst du, nein, ich will das oben nicht so haben und machst dir dann nochmal Treppen hin. Ist so eine kleine Spielerei, was du gerne möchtest. Jetzt weiß ich gar nicht, was habe ich denn hier nochmal verwendet, Stufen oder... Ich habe Stufen verwendet. Ja, ich glaube, dann ist das besser. Ich hatte das ja, glaube ich, irgendwie schon mal ausprobiert mit Treppen, aber ich glaube, Stufen sieht einfach besser aus am Ende. So, und das müssen wir natürlich ja auch einmal bis zur Wand wieder ziehen. So, dann haben wir das hier auch wieder einmal bis zum Haus rangezogen, obwohl hier oben fehlt noch. Zack, machen wir nochmal. So, okay. Wir wollen das Ganze natürlich nicht so glatt lassen und müssen dann hier natürlich auch hier alles einmal wieder überstehen lassen. Hier oben beim Block machen wir einfach eine umgedrehte Treppe ran. Zack, zack, wunderbar. Dann jetzt noch die Stufen wieder hinsetzen. So, und hier sieht das natürlich auch noch ein bisschen zu Minecraft-mäßig aus. Von daher müssen wir das Ganze ja auch wieder ein bisschen abrunden und etwas schräger machen. Machen wir. Zack. Jetzt könnte man sich natürlich hier wieder streiten. Wie macht man das? Wie macht man denn eine Treppe hin? Oder wir lassen es einfach so. Ja, da machen wir nichts hin, da lassen wir es einfach so. Jo, dann sind wir mit diesem Dach auch wieder fertig und kommen jetzt natürlich zu unserem ganz großen Dach hier oben. So, das heißt, erstmal müssen wir hier wieder das Muster ziehen. Wir fangen an den Seiten an. Da setzen wir natürlich erstmal eine Treppe hin. Hier auf den Zweien immer vorne eine Stufe hin. Zack, zack. Treppe, Stufe. Ich glaube, man erkennt das schon ganz schön. Und ganz oben machen wir einfach zweimal Treppen. Zack, zack, zack. Und das zieht ja dann hier wieder, bis wir unten angekommen sind. Ups, warte. So, ich stelle mich hier vorne einmal kurz hin. So sieht das Dach denn aus. Von den Treppen und Stufen her, das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Dann haben wir es natürlich drin. Fangen an einer Seite an. Oder wir machen erstmal nur die Treppen. Vielleicht ist das ein bisschen übersichtlich hier, also an der Seite Treppe. Hier einfach immer bei den Ecken setzen wir einfach die Treppen hin. Zack, hier oben auch. Treppe hin. An den Ecken hier wieder überall die Treppe hin. Treppe und Treppe an der Seite. Und dann fehlen natürlich noch die Stufen. Die machen wir auf den geraden Flächen. Vielleicht ist das übersichtlicher, ich weiß nicht. Zum Nachbauen. Naja. So, dann haben wir auch hier unser Muster. Und das heißt jetzt, wir müssen das Ganze miteinander verbinden. Das dauert hier mal so ein bisschen mit den Treppen. Von daher mache ich hier einen kurzen Schnitt rein und mal kein Zeitraffer. So, da ist es schon drauf. Ha, wie das immer so klappt, ne? Am liebsten möchte ich das immer haben, ne? Wenn ich sage, es ist jetzt drauf, dann ist es drauf. Und hier hat es mal wieder geklappt. So, jetzt wollen wir uns das Dach natürlich noch einmal angucken. Und zwar von den Seiten, um genau zu sein. Jetzt natürlich haben wir das hier einmal raufgesetzt. So sollte es denn aussehen. Und an den Seiten lassen wir das Ganze natürlich auch noch einmal überstehen. Und natürlich müssen wir das natürlich wie immer noch ein bisschen verfeinern. Das heißt ganz einfach, wenn man sich genau das gleiche Maß so überstehen lassen hat, setzen wir immer unter einer Stufe nochmal eine Stufe hin. Zack, mache ich jetzt hier einfach mal überall hin. Da, wo wir eine Stufe haben, setzen wir auch eine Stufe runter. Und das reicht noch nicht so ganz. Es ist zwar schon so ein bisschen schräg, aber wir müssen noch ein bisschen feiner machen. Das heißt jetzt auch hier unter manchen einzelnen Treppen setzen wir nochmal eine Stufe mehr hin. So wird das Ganze etwas noch schräger von der Seite und dann haben wir unser American Dead House Dach.
Super. So, als nächstes kommt dann natürlich jetzt noch ein paar oder zwei Schornsteine ran. Und zwar ist das auf beiden Seiten ein bisschen unterschiedlich von der Position. Wir fangen jetzt hier auf der Seite an, wo wir auch unsere Garage haben mit unserer Tür und das eine Fenster unten. Dann nehmen wir jetzt einfach mal unsere normale Keramik zur Hand und fangen auf der Rückseite an zu zählen. Und zwar ganz einfach lassen wir hier drei Blöcke Platz und setzen auf den Boden drei Blöcke hin. Das Ganze können wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt drei Blöcke machen. Und die hinteren zwei, auch jetzt hier auf unserer Rückseite beim Haus, können wir einfach mal bis nach oben hinsetzen. Schlagen dann hier nochmal ein bisschen was vom Dach weg und können dann hier einfach mal den Schornstein höher setzen. So wie ganze, also wie hoch das Ganze ist, ich rate dir einfach mal, mach das Ganze so etwa einen Block höher, als jetzt hier diese Treppen sind. Also einen Block höher und darauf setzen wir nochmal unsere Steinstufen hin. So, das müssen wir natürlich jetzt nochmal auf der anderen Seite machen. Das heißt, jetzt hier beginnen wir jetzt beim Zählen vorne bei unserer Terrasse. Nehmen wieder unsere Keramik zur Hand, lassen jetzt hier zwei Blöcke Platz, setzen wieder drei hin, das Ganze auch wieder auf eine Dreierhöhe. Und die Rückseite jetzt von unserem Schornstein ist natürlich jetzt hier auf der Vorderseite. Obwohl, nein, Quatsch, auf der Rückseite hier, ne, zu der Reihe machen wir das. So, das heißt, hier müssen wir das Ganze auch wieder bis nach oben hinziehen, machen hier etwas wieder vom unserem Dach weg. So, machen wir den Schornstein wieder hoch. Wunderbar. Und das Ganze muss auch hier wieder ein Block höher sein, als unser Dach ist. Hier haben wir jetzt auf der gleichen Höhe, also ein Block noch höher, darauf die Stufen hinsetzen. Super, und schon sind unsere Schornsteine fertig. Die wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen älter machen. Das heißt einfach, wir nehmen jetzt einfach Ziegelsteinstufen hin, die setzen wir einmal hier so hin. Und dann nehmen wir uns noch davon die Blöcke und hauen hier einfach willkürlich, das ist jetzt egal wohin, aber ein bisschen so machst du das halt, sag ich mal, ein bisschen was schon abbröckelt von der Fassade. Machen wir so hin, nicht so doll übertreiben, so ein bisschen so willkürlich hinsetzen. Das machen wir immer auf der Seite und nochmal auf der anderen Seite. Das heißt einfach hier Stufe in die Ecke hinsetzen. Und dann setzt du einfach willkürlich, wie viel du möchtest, halt einfach hier hin. Zack, zack, vielleicht auch mal hier ganz oben einen hin. Ne, wie du halt gerne dir das Ganze halt machen möchtest. So, wunderbar. Und dann sind die Schornsteine an sich auch fertig. Und können wir das ganze Blockmaterial wegtun und ist unser American Dad House fertig, nicht wahr? Obwohl, warte mal, die Fahne fehlt ja noch. Glaubst du, hätte ich vergessen, die Fahne von American Dad House? Aber nein. So, Blockmaterial ist schon da und da müssen wir einfach mal gucken, was brauchen wir denn dafür eigentlich alles? Und zwar ganz einfach, wir brauchen wieder Mauern, die hatten wir ja schon einmal verwendet. Denn Lapizazui-Block, du kannst auch jeden anderen blauen Block nehmen. Ich bleibe einfach dabei wegen der Textur so ein bisschen drauf. Dann holen wir uns auch Steinschalter raus und Ziegeltreppen. Obwohl, warte, wir holen uns noch sicherheitshalber einen Block dazu. Zack. Und dann haben wir für den Fahnenmast und der Fahne eigentlich alles da. Jetzt geht's los, die ganze zu platzieren. Die sollte natürlich vor uns am Haus sein, wo das Ganze ist. Immer willkürlich, das kannst du dir selber, sag ich mal, gestalten. Ich empfehle dir einfach so ein bisschen hier vom Gehweg, wenn du dir einen machen solltest, so ein bisschen schräg davon. Ich mache das einfach mal hier hin. Die Höhe ist eigentlich relativ auch egal. Das kann man sich immer selber entscheiden. Bei mir ist es immer so ein bisschen Augenmaß. So, gucke ich einfach mal. Das reicht mir schon. Ist doch eigentlich... Oh, ist das passend? Einfach mal per Zufall so ein bisschen gemacht und schon gleiche Höhe. Naja, so, ganz oben drauf. Wenn du dann sagst, das reicht mir von der Höhe vom Fahnenmast, machst du oben einen Steinknopf drauf. Und irgendwo an der Seite machst du dann einfach den Pizzazui-Block hin. Daran eine Treppe. Unten machen wir auch nochmal so eine umgedrehte Treppe hin. Darunter platzieren wir dann einen Block. Dann mache ich darunter noch eine Treppe. Und da oben so eine normale Treppe noch rauf. Und fertig ist unsere Flagge. Wer möchte, kann hier auch nochmal ein paar Knöpfe ransetzen. Und dann ist das Ganze hier auch fertig. Und das ist unser American Dad House. So wie ich es, sag ich mal, aus Folgen und Bildern entnommen habe. Und ja, dann sind wir damit fertig. Ich muss mal gucken, wie ich mir dann jetzt hier wieder die Straße mache oder ob ich auch auf der anderen Seite hier weitersetze, um mir ein bisschen Arbeit zu ersparen von der Straße. Naja, gucken wir mal. So, als nächstes sehen wir uns dann bestimmt wieder in Springfield wieder. Da wird dann wieder fleißig weitergebaut. Und ja, dann war es das Ganze hier. Ich würde sagen, ich stelle mich Safety hin. Zack, gucken wir das Häuschen an oder die zwei Häuschen. Wie gesagt, kannst du das Ganze ja auch noch ein bisschen gestalten. Ne? Vom Gehweg her oder auch vom Garten kannst du ja noch ein bisschen was machen. Und ja, sei einfach ein bisschen kreativ. So, okay, dann würde ich sagen, stelle ich mich hier vorne Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, dann wisst ihr es ja, was ist das Ganze hier. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also haust rein und tschüss.